Channeln, ja oder nein? Ist es gut zu channeln oder ist es gefährlich oder sollte man lieber nicht channeln? Welche Channelarten gibt es und wie kann man sich schützen beim Channeln? Ja, die große Frage ist es einfach, ist Channeln in Ordnung oder nicht? Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Denn es ist schon wichtig, es gibt auf YouTube ja so viele Kanäle, wo gechannelt wird. Und da sollten wir schon auch so ein bisschen Hintergrundwissen haben, worum es da überhaupt geht. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich jetzt auf dich, denn es geht gleich los. Channeln ist ja nicht gleich channeln. Das sollte man wissen und es kommt auch immer darauf an, welches Medium channelt, ob das Medium jetzt einen reinen Kanal hat oder ob es vielleicht sich nicht schützt oder ob das Ego noch eine Rolle spielt. Also das sind alles Gesichtspunkte, welche man beachten sollte und dann auch das eigene Gefühl dabei. Bei einem Channeling tut's einem gut oder fühlt man sich nicht wohl? Dieses Unwohlfühlen, das habe ich mal erlebt. Und zwar war ich mal vor langer Zeit auf einem Engelkongress. In Wuppertal war das. Es ist schon echt ewig lange her. Ich hatte dort einen kleinen Stand und habe mich da also vorgestellt mit meiner Arbeit. Und da waren zwischendrin so kleine Vorführungen und eben Beiträge und da war also auch, waren verschiedene Channel-Medien. Und bei einem Channel-Medium ist tatsächlich, also ich habe mich auch total unwohl gefühlt, ich konnte das überhaupt nicht hören und da ist sogar eine Person ohnmächtig geworden, die musste man dann rausbringen. Also so intensiv hatten da die Energien, so intensiv negativ in dem Moment gewirkt. Das heißt also vorsichtig sein, nicht jedem vertrauen und in seinem Körper fühlen, wie nehme ich die Energie auf, ist es für mich in Ordnung oder nicht. Das war jetzt einfach mal so ein Beispiel, denn bei einem Channeling werden ja doch Energien auch übertragen. Durch jedes Wort, was man spricht, kommt eine Energie, wenn man verbunden ist als Kanal. Und wenn das nicht in der reinsten Liebe verbunden ist, dann kann es natürlich schon Schäden hervorrufen, so wie jetzt in meinem Beispiel. Deswegen ist die große Frage, ja, sollte man channeln oder sollte man nicht channeln? Also ich kann dazu nur sagen, wenn man richtig channeln kann, dann sollte man natürlich channeln, weil in dem Moment ja ganz viel Gutes. Es ist ja dann immer ein gutes Channeling, ein geschütztes Channeling voller Liebe und in diesem Moment kommt ganz viel Strahlkraft und Heilung und Wissen auf die Erde. Und das ist ja das, was uns Menschen verbindet mit der geistigen Welt und uns auch führt in der Spiritualität. Es gibt ja mehrere Arten von Channelings. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich würde da jetzt auch mal so ein bisschen drauf eingehen. Da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein, und zwar, dass ich kann es euch nicht mehr genau sagen, aber das in Russland gab es einen Mann, der hat das erste Mal gechannelt. Ist schon ewig lange her. Und zwar, ihr wisst ja, dass im Weltall viele Sonden sind, um die Planeten zu fotografieren, um also ja, um Informationen zu holen. Weil die Menschen sind ja neugierig und wir möchten ja auch alle wissen, wie die Sterne aussehen und die Planeten und so weiter. Und dieser eine Mann, der hat also zum Beispiel den Saturn und den Jupiter gechannelt, die Oberfläche gechannelt, wie die Beschaffenheit dieser Planeten ist und hat es dann also beschrieben. Und danach wurde die Sonde hochgeschickt in das Universum zu diesen Planeten und man hat das fotografiert und das hat tatsächlich übereingestimmt mit den Dingen, welcher dieser Mann da gechannelt hatte. Und das bringt mich jetzt auch wieder da dazu. Ich habe ja auch
die Planeten, einige Planeten und Sternenfelder gechannelt und ich habe dann auch die Energien dazu gechannelt. Dafür gibt es einen Lehrgang bei mir, der heißt Bote der Sternenfelder. Und das ist total, sage ich mal, total schön und spannend, sich damit zu verbinden und dann halt auch noch mit der Kraft des Hellsehens zu erkennen, wie die Planeten in dem Fall jetzt beschaffen sind. Das ist auch eine ganz tolle Art des Channelns. Ich für mich, ich bin ein Heilmedium. Also diese Fähigkeit des Heilmediums ist bei mir am meisten ausgeprägt. Und deswegen, wenn ich was channele, fließt immer ganz viel heilende Energie mit ein. Und diese heilende Energie tut natürlich sehr gut. Und wenn ich dran denke, diese Tausende, es sind bestimmt 1000 Videos, die ich schon fast gemacht habe auf meinen zwei Kanälen, wie viele Menschen mir da schon geschrieben haben, dass ich sie also durch diese Channelings und geführten Meditationen begleite und dass da schon so viel Heilung geschehen durfte, ist es eine feine Sache. Und so für mich habe ich auch beschlossen, ich werde das nie aufhören. Man soll ja nie, nie sagen, aber ich habe also nicht vor, nicht mehr zu channeln, sondern ich weiß um diese wichtige Gabe und um die große Hilfestellung, die dadurch bereitgestellt wird, für das Große und Ganze zu dienen. Und deswegen werde ich also weiter channeln und euch ermöglichen, diese wundervollen Energien zu empfangen. Bei dem Channeln ist es so, dass man sich mit dem Gottesfeld verbindet. Das ist sowieso der einzig richtige Weg für das ganze Leben. Und sobald man in der intensiven Verbindung zum Gottesfeld ist und dann noch einige wichtige Schritte tut, ist man in einer riesengroßen, wundervollen Liebesenergie und auch geschützt. Und dann kann man natürlich wundervoll channeln. Und das ist das, was ich immer tue. Ich bitte, ihr wisst es ja, ihr kennt ja meine Videos, ich bitte immer um Schutz und verbinde mich dann mit Smarana, mit Gottes Nähe, mit Gottes vollkommener Liebe. Wer genauer wissen möchte, wie das geht, das erfährt man natürlich in meinem Webinar zum Channeln lernen, das ist ganz klar. Da braucht man auch ein bisschen Übung, aber dort wird es alles genau gezeigt. Ja, und jetzt möchte ich nochmal verschiedene Arten des Channelns euch näher bringen oder erklären. Also wir haben das mit den Sternen gehabt, das hat dann, ist gepaart mit der Hellsicht, dass man also auch zum Beispiel, wenn man eine Hausreinigung macht oder wenn ich zum Beispiel eine Hausreinigung mache, dann gehe ich mit meinem ganzen Kanal in dieses Haus und sehe dann auch die Räume und kann die dann entsprechend reinigen. Also das ist auch eine Art von Channeln. Was natürlich die meisten von uns lieben, das ist das Channeln der Engel, der Lichtwesen, der Energie, also diese Energie der Lichtwesen kanalisieren und dann auf die Erde bringen. Und die Lichtwesen oder die Engel, die sind ja riesig, riesig groß. Sie sind also so groß wie Sternenfelder im Universum. Und wenn du in dem Moment dich mit einem Engel verbindest, dann geht dein Kanal in dieses große Energiefeld des Engels hinein und dadurch fließen dann eben Energien zu dir und die erzeugen in dir Bilder und Worte und Gefühle. Und das ist so schön. Also Engel channeln, das wäre die Art des Engel channelns. Dann könntest du auch Personen channeln, welche verstorben sind, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass du sagst, für die Angehörigen, sondern dass du zum Beispiel dich mit einem sehr bekannten Physiker oder einem wissenschaftlichen, Wissenschaftler,
Oh Mann, Sprachfehler. Dass du dich mit so einem hohen geistigen Menschen über das Channeln verbindest. Und das machst du ja über eine bestimmte Art in der Akasha-Chronik, um dann dort von dieser Person Wissen zu bekommen und dieses Wissen dann vielleicht für etwas Gutes verwenden kannst, was der Erde dient. Das ist auch eine Art des Channelns. Ich würde es jetzt natürlich, könnte jetzt stundenlang da ein Webinar drüber halten. Ich möchte aber euch nur einfach mal so sagen, welche Möglichkeiten es vom Channeln her gibt. Und man kann auch einfach nur Energien channeln, also Heilenergien. Dazu muss man sich vorstellen, im Universum gibt es so Gebiete, so große Gebiete, sag ich einfach mal, wo verschiedene Energien drin sind. Und die kann man, wenn man Channel-Medium ist, anzapfen. Man muss natürlich wissen, was das für Energien sind. Also für mich sind es dann immer die Felder von Smarana, das sind so riesengroße Energiefelder und die tragen ja sowieso die göttliche Energie. Und diese Felder mit Erlaubnis natürlich anzuzapfen und dann die Energie auf die Erde zu bringen, das ist was ganz Wundervolles. Da entsteht dann eine heilende Meditation dadurch. Oder das ist auch das, was wir, wenn wir die Live-Energieübertragungen machen, die langen Videos, da fließt auch immer die Energie von so einem Smarana-Energiefeld hinein und berührt die Menschen sehr tief in ihre Seele. Und von daher würde ich sagen, ja, Channeln ist toll, oder? Das ist so meine Meinung. Was man vielleicht auch beachten sollte, das sind jetzt mal die andere Seite, das ist natürlich auch jetzt nicht so einfach zu channeln. Man sollte eine gewisse Technik haben und man sollte auch einen großen Schutz haben, damit man wirklich auch die richtigen und guten Energien sich mit denen verbindet und die dann auf die Erde bringt. Denn stell dir vor, wie schlimm es sein würde, wie das Beispiel vom Anfang, wo dieses Channel-Medium, das hat einfach meiner Meinung nach eine negative Energie gechannelt, deswegen haben sich die Menschen so schlecht gefühlt. Das ist natürlich die große Gefahr dabei und deswegen ist es also auch nicht ohne. Man soll das nicht einfach so ausprobieren, ohne jemanden zu haben, der einem zeigt, wie das Channeln geht. Was auch noch wichtig ist, beim Channeln, das Medium spielt eine ganz große Rolle. Der Charakter vom Medium, der Wortschatz vom Medium ist wichtig und das Wissen vom Medium. Denn die Botschaften aus der geistigen Welt, also die Worte, die Bilder oder eben die Gefühle, die da übertragen werden, die werden immer so übertragen, dass sie mit den Fähigkeiten des Mediums übereinstimmen und dann auch das Medium das praktisch sagen kann oder diese Leistung des Channels auch bringen kann. Und deswegen sind die Channelings doch auch sehr unterschiedlich und speziell auf den Charakter des Mediums geprägt. Ich glaube, das könnt ihr verstehen, wenn ich das so erzähle. Also, wenn ich das jetzt alles so anschaue, dann ist Channeln an sich ein Dienst für das Große und Ganze. Das ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung gerne hier unten reinschreiben, in den Chat schreiben, weil ja dann dadurch ein Austausch entsteht und wir dadurch auch so ein Feld des Wissens vielleicht eröffnen. Es gibt dann auch noch den Unterschied zwischen einer gechannelten Meditation und einem richtigen Channeling, einer gechannelten Heilenergie. Und zum Beispiel habe ich noch eine andere Variante in meinem Repertoire, dass ich meine Seele channele. Und wenn ich mache das meistens in den geführten Meditationen, channele ich die Weisheit meiner Seele und dadurch fließt auch ganz viel
Wissen und Heilenergie ein, weil ich halt von meiner Ausrichtung her zu den Heilerengeln gehöre, sag ich mal dazu, oder zu den Heilerengelmädchen dazu gehöre und dadurch sehr viel Wohl auf die Erde fließt. Das sind jetzt so meine Ausführungen über das Channeln und ich werde jetzt auch natürlich für euch eine heilende Meditation machen, so dass ihr in den Genuss kommt, euch komplett ja von den liebevollen Energien einhüllen zu lassen, tragen zu lassen und heilen zu lassen. Es wird bestimmt ganz toll. Und ich weiß jetzt, das ist halt immer das diese Sache bei dem Channeln. Ich weiß nie, was vorher kommt. Da kann ich euch gerade noch was erzählen aus meinem Leben. Und zwar bei einem, als ich begann, Webinare bzw. Seminare, damals waren das auch ab und zu nochmal Seminare, zu geben. Und da war ich noch nicht so erfahren oder ich war also noch recht neu. Und da hatte ich 30 Leute bei mir. Und ich wusste zwar das Programm, das war für 2 Tage, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, welche Botschaften kommen werden und was ich channeln würde. Und das ist ein komisches Gefühl. Also da gehört ganz viel Vertrauen dazu und einfach dann zu sagen, okay, ich mache es. Ich habe dann so den Vorhang ein bisschen zur Seite geschoben und da so reingeguckt und dann saßen die alle erwartungsvoll und habe ich gedacht, oh Gott. Und du selbst weißt überhaupt nicht, was du jetzt sagen wirst. Und war dann schon auch ein bisschen nervös. Aber ich habe es einfach dann auch gemacht und es war wundervoll. Es war total klasse. Und das heißt also, es gehört auch ganz viel Vertrauen dazu, wenn du channelst. Ja, und das ist der Punkt. Vertrauen fallen lassen und einfach machen. Ohne Verstand. Natürlich sich gut schützen. Ja, meine Lieben. Und so werde ich jetzt eine heilende Meditation mit euch machen. Und ich sage einfach, genießt diese Energie, lasst es euch wundervoll gut dabei gehen. Die Engel sind bei euch. Ja, meine Lieben, es geht gleich los. Ich sprühe mich ein noch ein bisschen mit Smarana, mit meinem Ursprungslicht, weil ich finde, mein Ursprungslicht, das ist so, verbindet einem mit seiner Herkunft, mit seiner kompletten Kraft. Und die möchte ich natürlich jetzt nutzen für euch. Ich habe euch auch schon ein bisschen wieder von der Energie geschickt. Ja, und jetzt beginnen wir. Ich bitte um Schutz für alle anwesenden Personen und für meinen Kanal. Ich bitte darum, nur die allerhöchsten göttlichen Energien der Liebe zu empfangen, zum allerhöchsten Wohle aller Menschen. Die geistige Welt sagt, dass diese geführte Meditation heute nicht so viele Worte beinhalten wird. Denn die geistige Welt legt Wert darauf, dass ganz viel Heilung fließen darf. Und so bereite dich darauf vor, in ein Bad der Heilung zu gehen. Bereite dich darauf vor, deine Seele in das Bad der Heilung einzuladen. Und so atme jetzt das Licht der Liebe in dich hinein und dehne dich mit diesem Licht aus. Spüre die Strahlkraft deiner Seele.
Spüre deinen Körper, deine Aura, dein Energiesystem und lasse dich von deiner Seele führen. Denn ich verbinde mich jetzt mit den Feldern von Smarana. Ich lasse mich führen von meiner Seele in das Feld, in welchem jeder einzelne von euch genau das bekommt, was jetzt richtig und gut ist. Und wenn du bereit bist, dann spreche ein innerliches Ja, denn dieses Ja bringt dich dann wie von ganz allein in dein persönliches Heilfeld innerhalb den Feldern von Smarana. Gottes Nähe umhüllt dich. Und nun werden Energien übertragen, Energien der Heilung, des Lichtes und der Liebe, welche genau richtig für dich sind. Genieße diesen Moment. Gebe dich hin, so tief wie du kannst, und lasse dich heilen. Alles, was dich belastet, darf nun gehen. Alles, was dir das Leben schwer macht, darf ebenfalls gehen. Nehme die Heilung an. Spüre die heilende Energie und den Trost und die Hoffnung der Liebe. Es ist jetzt deine Zeit, deine persönliche Auszeit von all den Pflichten des Alltags. Es ist die Zeit der Heilung. Die Zeit der Achtsamkeit und des Wachstums. Denn jede Heilung lässt dich weiter wachsen. Jede Heilung wird dich ein Stück weiterbringen auf deinem Weg hier auf der Erde. Und so hüllen dich die Energien ein, lösen all das, was gelöst werden darf. Und es wird dir jetzt schon leichter. Heilung geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. So ist es. Smarana fließt durch deinen Körper, durch jede Zelle, heilt deine Zellstrukturen und dehnt deine Energie aus, erhöht deine Energie. Spüre
die große Liebe Gottes, welche bei uns ist. So genieße noch ein wenig diese Energie. Lasse dich tragen und berühren. Und nun komme in deiner eigenen persönlichen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Gutes wurde dir gegeben. All das darfst du mitnehmen in dein Zuhause. Und so spüre dein Hier und Jetzt. Bewege Hände und Füße. Und sei wieder ganz da. Ach, war das schön. Auch für mich ist das immer schön, weil ich selbst bekomme ja dann auch Heilung. Ich bin ja auch in diesen Feldern, so wie ihr. Ja. Wer mag, darf mir auch noch schreiben. Channeln, ja oder nein, was ihr davon haltet. Und dann bekommt ihr noch eine liebevolle Umarmung und ein Küsschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.